Ja, das Beste aus dem Katalog. Wir behandeln jetzt ein Thema, was mir besonders am Herzen liegt, weil mir persönlich schon Ähnliches passiert. Es geht um Backups von Ihren Daten. Daten haben wir alle auf unseren Laptops, auf unseren PCs, auf unseren Handys. Denken Sie mal drüber nach, wie viele Fotos Sie auf Ihrem Handy haben. So, und jetzt geht es um Backups. Das heißt, man muss eine Sicherheitskopie machen, damit diese, wenn mal der Rechner abstürzt, wenn mal die Festplatte kaputt geht, wenn das Handy mal verloren geht, ins Wasser fällt, da gibt es so viele Sachen, dass wir hier tatsächlich dann eine Sicherheitskopie haben, dass wir da also keine Daten verlieren. Wir haben da mal ein paar Sachen für Sie zusammengestellt. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass Sie das tun. Wir haben hier mal zum Beispiel die Lebensdauer von Festplatten. Man denkt ja immer so, wenn man so einen Laptop hat, ach, die Daten da sind sicher, brauche ich mich nicht drum zu kümmern. Aber schauen Sie mal hier, die Lebensdauer von Festplatten liegt zwischen 5 und 10 Jahren nur. War ich überrascht, als ich das gesehen habe. Ja. Und ich dachte, die wäre, weißt du, 50 Jahre, ja, legst du in die Schublade, passiert nichts mit. Ja. Bis zu 10 Jahre? Bis zu 10 Jahre, weil man die halt täglich benutzt. Die werden sehr beansprucht. In vielen sind noch bewegliche Teile drin. Die fallen mal runter. Lauter solche Sachen, Temperaturunterschiede. Ja. Das ist alles, was die Lebensdauer dann zusätzlich noch verkürzt. Und wer lagert die schon fachmännisch? Wer lagert die schon? Wenn du sie fachmännisch lagerst, ist die Lebensdauer vielleicht ein paar Jahre länger. Aber ist auch nicht für die Ewigkeit gemacht. Früher hat man gesagt, analoge Daten sind für die Ewigkeit, ja, oder Bänder noch und so weiter. Mittlerweile weiß man auch, die gehen kaputt. Ja. Bei Daten ist es nicht anders. Ja, und wir haben wichtige Daten. Es geht jetzt nur mal um Fotos, um das mal dran zu nehmen. Die kommen nicht wieder. Wenn die Daten weg sind, dann sind die Fotos weg. Es gibt einen Fall von Francis Ford Coppola, dem berühmten Regisseur von Der Pate, kennt man. Bei dem wurde eingebrochen in Argentinien, in seinem Privathaushalt. Da sind Drehbücher verschwunden, die nie wieder aufgetaucht sind, die also wirklich monatelange Arbeit hat, da haben die Leute da reingesteckt, Filme sollten gedreht werden und dann waren die Drehbücher plötzlich weg, weil es ihnen geklaut wurde. Womit wir gleich bei der nächsten Sache sind, beim nächsten Thema, wie sichere ich sowas? Ja. Denken Sie mal drüber nach, wenn ich jetzt alles auf eine externe Festplatte, das ist das, was wir Ihnen gleich hier anbieten wollen, externe Festplatten, wenn ich alles auf eine externe Festplatte mache und die bei mir in den Schrank lege, wenn dann bei mir eingebrochen wird, wenn Feuer ausbricht, wenn mal Wasser rüberfällt, es reicht ja, wenn eine Tasse Kaffee irgendwie umkippt, dann sind die Daten weg. Deswegen gibt es diese 3-2-1-Technologie. Ja. Das heißt, man muss 3 Kopien haben von allen Daten, also 3-mal die Daten haben. Man muss 2 davon zu Hause haben und 1 extern. Damit wäre eben tatsächlich bei Francis Ford Coppola, dem berühmten Regisseur, nichts passiert. Dann hätte er die Daten noch irgendwo anders. Also bei mir zu Hause, mir ist es passiert, im Jahr 2000 ist meine Festplatte einfach so abgeschmiert. Von einem Tag auf den anderen. Er sagte, oh, die Festplatte ist nicht mehr in Ordnung. Und dann fing er an zu rütteln. Ich versuchte zu reparieren. Ja. Ich habe ihn 3 Tage laufen lassen. Er hat es nicht geschafft. Nichts. Ich hatte eine Sicherheitskopie, die war ein halbes Jahr alt. Also mir ist tatsächlich ein halbes Jahr Daten verloren gegangen. Und ich bin IT-Experte. Ja, ja. Also, was ist das alles? Das sind Fotos. Das sind wichtige Unterlagen, die Sie ganz einfach mal zuverlässig auf Ihrem Laptop, auf Ihrem Rechner gespeichert haben. Und auf einmal passiert genau sowas. Unbedachter Moment und patsch, auf einmal zack, sind die Daten weg. Bops, der Laptop ist tot, Sie können klopfen, Sie können machen, was Sie wollen. An diese Daten kommen Sie nicht mehr dran. Noch schlimmer, wenn es geklaut wird, wenn Ihr Handy geklaut wird. Ja, da sind, weiß ich, wie viel drauf? 40.000, 50.000 Bilder drauf. Wie viele Bilder sind bei dir drauf, Leben Diana? Ist da drauf. Ich hab viel. Einmal mir passiert, schon 2-mal, in April 2018 und 19, in April, ich weiß nicht warum, mein Handy hat in Klo runtergefallen, in Wasser. Ja. Und dann, ich habe alles gemacht, in Reis gelassen, ich habe gar nichts geholfen. Nix. Und deshalb alle meine Fotos, meine Videos, meine Informationen, Notizen, alles was weg, 2-mal. Hast du, habe ich was gelernt? Nein. Ja. Also diese Sendung auch für mich sehr, sehr nützlich. Dann haben wir genau das Richtige für Sie, um Ihre Daten zu sichern. Wir möchten Ihnen gerne externe Festplatten anbieten. Externe Festplatten sind Speicher für alle Ihre Daten. Das, was Ihr Smartphone schon eingebaut hat, was Sie natürlich hier also auch in einem entsprechenden Laptop, in einem Computer und so weiter immer als Speicherlösung parat haben, möchten wir Ihnen jetzt für die Sicherungskopien Ihrer Daten, für Ihre Fotos, Ihre Musik, Ihre Schriftstücke, für Ihre wichtigen Dokumente eben auch nochmal separat anbieten. Das heißt, Sie trennen quasi diese Festplatten, die wir Ihnen jetzt hier anbieten, mit 1 Terabyte, mit 2, mit 4 oder ein sehr, sehr schönes Modell, wie wir eben auch schon festgestellt haben, mit 1 Terabyte
weltweit auch gerne mal ein bisschen knuffiger und noch mal ein bisschen resistenter. Ganz einfach von diesen Systemen, von Ihrem Laptop und von Ihrem Smartphone aus, indem Sie ganz einfach hingehen und ziehen die Daten von Ihrem Laptop beispielsweise auf eine der Festplatten Ihrer Wahl runter und legen diese Festplatten irgendwo in eine Schublade. Im besten Fall natürlich gleich zwei Sicherungskopien, das heißt eine vielleicht bei sich irgendwo in die Schublade, abgetrennt vom Rechner, unabhängig vom Internet, ist ja häufig auch noch ein Problem. Ransomware, wir werden das Thema auch noch mal aufgreifen gleich, dass Sie immer mal auf jeden Fall noch mal eine Möglichkeit haben, an Ihre Daten aktuell dran zu kommen. Ich weiß, bei dir liegt, glaube ich, bei deinem Bruder noch mal eine Sicherungskopie. Ich habe tatsächlich alle halbe Jahr, mache ich meine Daten auf eine externe Festplatte und lagere die bei meinem Bruder. Ja. Der wohnt in Hamburg, also auch wenn Bremen untergeht, in Hamburg habe ich noch meine Sicherheitskopie. Da ist quasi noch mal ein zweites Leben als Backup, als Kopie ganz einfach vorhanden, so, dass man, egal was passiert, immer wieder an seine Daten drankommt. Wie gesagt, jetzt haben wir hier verschiedene Modelle für Sie und es ist natürlich so, dass jeder unterschiedlich viele Datenmengen hat. Ich glaube, Diana hat 40.000, 50.000 Bilder auf ihrem Smartphone. Ich kann da nicht mithalten. Ich habe, glaube ich, 5.000 oder 6.000 da drauf oder was. Ja, das ist also schon mal per se ein Unterschied. Das heißt, du bräuchtest mit Sicherheit einen etwas größeren Speicher als ich für meine Daten. Wieder andere sind vielleicht auch gerne etwas professioneller mit einer Spiegelreflexkamera unterwegs oder haben den ganzen Schriftverkehr, ehemalige Steuererklärung. Sie wissen, auch sowas muss man immer lange aufbewahren und so weiter. Wichtige Steuerunterlagen, Schriftverkehr anderer Natur ganz einfach zur Verfügung. Deswegen muss man mal schauen, was haben Sie denn eigentlich an Datenmenge und welche Größe brauchen Sie? Und ich glaube, von klein bis groß, also vom klassischen Nutzer, der jetzt mal ganz normal mit seinem Laptop oder mit seinem Handy arbeitet, bis hin zu den Profis, die ein bisschen mehr Speicher brauchen, ist komplett alles mit dabei. 1 Terabyte bei Modell Nummer 1, Toshiba, eine absolute Weltmarke, Top-Qualität also. Achten Sie bitte darauf, dass Sie Markenqualität kaufen. Das ist wichtig. Die stehen mit Ihrem Namen hinter der Qualität dieser Produkte und was wir hier haben, ist alles Markenqualität. Also da sollten Sie wirklich auch sehr drauf achten. Haben wir eben von Toshiba die ersten beiden Modelle von mit 1 Terabyte und mit 2 Terabyte. Die sind übrigens per USB 3.0 mit dem Rechner zu verbinden, wo Sie alle Ihre Daten sehr wahrscheinlich drauf haben. Sei es ein klassischer Desktop-Rechner, ein Computer bei Ihnen zu Hause oder wie dieses Modell eben auch mal ein Laptop, Sicherungskopien vom Smartphone sowieso am besten immer gleich über den Rechner, zack, auf die Festplatte drauf. Wie gesagt, im besten Fall nicht nur eine, sondern gleich zwei und dann sind die Daten gesichert. Die haben eine schnelle Datenübertragungsrate bis zu 5 Gigabit pro Sekunde. Das heißt, Sie müssen jetzt auch nicht, wenn Sie jetzt hier 50.000 Bilder von einer Seite auf die Festplatte rüberziehen möchten, um sie zu sichern, dann 3 Wochen warten, bis die ganzen Daten rübergezogen sind. Das geht relativ fix. Es geht wirklich relativ fix. Ich kann es wirklich jedem nur dringendst ans Herz legen, das zu tun, diese Backups zu machen. 2 Backups machen. 1 Backup ist nur eine Kopie. Am besten 2 Backups machen. Denken Sie an dieses 3-2-1. Wir haben hier tolle Produkte, Markenqualität. Die zweite, die wir hier haben, hat tatsächlich schon 2 Terabyte für unter 100 Euro. Ist auch noch ein Spitzenpreis. Ja. Da geht wirklich richtig viel drauf. Wir sehen das hier mal. Was da alles drauf passt auf 2 Terabyte, das sind 2000 Gigabyte. Wenn ich mir überlege, mein Handy hat 128 Gigabyte an Speicher zur Verfügung. Ja, also da kriegst du schon mal eine ganze Menge drauf. Und hier sehen wir mal, was da so im Einzelnen drauf passen kann. Wenn da noch ein bisschen Luft nach oben ist, vielleicht auch für die Backups in den nächsten Jahren. Es geht ja nicht nur um den aktuellen Backup. Sie werden ja in den nächsten Jahren mit Sicherheit auch noch mit Ihrem Handy und mit Ihrem Laptop oder mit Ihrem Computer arbeiten. Wenn man da immer noch mal was nachziehen möchte, wenn die Datenmenge steigt, ist es gut, wenn man da ganz einfach noch mal einen Puffer zur Verfügung hat. Also Modell Nummer 1 und Modell Nummer 2, beide von Toshiba mit 1 oder mit 2 Terabyte für knapp 60 beziehungsweise für knapp 90 Euro kannst du auch nichts gegen sagen. Kannst du gar nichts gegen sagen. Das sind sehr, sehr günstige Preise. Und damit sind wir bei unserem Klassenprimus mit dem größten Speicherangebot. Das ist die Intenso. Ich glaube, Intenso muss man nicht vorstellen. Jeder, der mit Computern, mit Laptops arbeitet, wird den Namen Intenso gehört haben. Die verkaufen so etwas millionenfach jeden Tag auf der ganzen Welt. Da reden wir von 4 Terabyte. Übrigens muss man auch kein Computerfachmann sein oder IT-Experte wie Ingo, um das einfach hinzubekommen. Das ist ein ganz einfaches Plug-and-Play. System, das heißt, die entsprechende Kabellage, die Sie brauchen, um die Festplatte mit Ihrem Rechner zu verbinden, ist mit dabei. Es öffnet sich sofort ein Fenster und dann können Sie ganz einfach, wie nennt man das so schön in der Fachsprache, per Drag and Drop sozusagen von
einem System auf das andere übertragen. Wumms, dann werden die Daten auf die Festplatte übertragen, Stecker wieder raus und schon haben Sie die Sicherungskopie gemacht. Geht übrigens für Windows und Mac-Rechner. Geht für Windows und Mac, ja, die sind vorformatiert für die Profis unter Ihnen auf FAT32, funktioniert aber auch mit einem klassischen Mac-Rechner, auch mit einem MacBook beispielsweise, falls Sie da im Laptop-Bereich unterwegs sind. Die Festplatten werden dann automatisch umformatiert, auch das macht der Computer alles von sich aus. Reden wir mal über Ransomware und gerade diese Diskussion ist momentan voll im Gang. Im Moment gehen diese Meldungen rum, dass irgendwelche Paketdienste, ja, Sie kennen die üblichen Paketdienste in Deutschland, Ihnen Nachrichten schicken, wo sollen wir Ihr Paket ausliefern oder das Paket ist oder wir haben Sie nicht angetroffen oder sonst irgendwas. Das ist Ransomware. Ich habe die jeden Tag in meinem Spam-Ordner mit drin und das ist Schadsoftware, sogenannte Phishing-Mails, die in der Lage sind, wenn Sie so etwas anklicken und den falschen Klick setzen, auf alle Ihre Daten zuzugreifen. Im schlimmsten Fall werden sogar Viren auf den Rechner übertragen und Ihr kompletter Rechner wird von sogenannten Hackern, wenn Sie auch schon mal was von gehört haben, lahmgelegt oder blockiert. Mitunter hat man auch schon von Erpressungsfällen gehört, übrigens nicht nur im Privatbereich, sondern auch bei großen Firmen. Da heißt es dann, bitte überweis uns die Summe XY oder gib uns das und das Geld, dann kommst du auch wieder an deine Daten ran. Im geschäftlichen Umfeld kann das katastrophale Folgen haben und auch Sie wollen diesen Fall nicht erleben, dass Sie quasi erpresst werden, um wieder an Ihre Daten ranzukommen. Deswegen lassen Sie die Daten bitte nicht nur auf einem Rechner mit Computerzugang, sondern packen die ganz einfach auf ein System, was nichts mit dem Internet zu tun hat. Andere Geschichten, man kennt es auf dem Handy, Papa, ich habe mein Handy verloren, ja, bitte speichere meine neue Nummer. Ich kriege immer wieder so Geschichten, letztens von einer vermeintlichen, von meiner Autoversicherung, ja, wenn ich einen Rabatt möchte, muss ich nur hier klicken. Du erinnerst dich dran, ich habe mit meiner Versicherung telefoniert, der hat schallend geladen und sagt, machen Sie das bloß weg, löschen Sie das, bitte nicht antippen. Wie schnell ist man in so eine Falle reingetappt? Das passiert den Besten, also auch wenn man darüber Bescheid weiß, es ist so clever gemacht, die E-Mails sehen genau so aus. Original, die von meiner Versicherung in Anführungsstrichen. Gleiche du hast Farben, sie gesehen. Logo, war alles drin. Das ist schwierig zu unterscheiden. Aber wenn sowas dann mal auf Ihre Daten raufgekommen ist, zahlen Sie kein Lösegeld, Sie haben ein Backup, löschen Sie die ganzen Daten, alles, was Sie bei sich auf dem Rechner haben und starten Sie von vorne, weil Sie ein Backup haben. Haben Sie. So, wir sind bei Modell Nummer 4 und wir haben eben festgestellt, ich sage mal, klassische Festplatten werden die meisten von Ihnen wahrscheinlich schon mal gesehen haben. Kleine Kästen mit entsprechenden Speicherlösungen. Und das hier ist mal ein richtig knuffiges Modell, oder? Guck mal hier. 1 Terabyte Speicher auf einer Festplatte, die ein bisschen größer ist als eine Streichholzschachtel. Wiegt doch nichts. Ja, also unglaublich, ne? Und vor allen Dingen, ich mache es Ihnen mal so, um es ganz einfach zu demonstrieren, das hat nichts mit der Respektlosigkeit dem Artikel gegenüber zu tun. Aus einer Fallhöhe von bis zu 1,50 Meter, sogar fast 2 Meter. Zack, kann auch mal sowas passieren. Wie schnell ist das passiert, dass man in seinem Egel, in seinem Eifer vielleicht sowas mal runterfallen lässt? Da sind viele Festplatten nicht ganz so glücklich drüber und würden dann vielleicht auch so nicht mehr wirklich funktionieren. Diese macht das ohne weiteres mit. Ist also super, wenn Sie vielleicht eine solche Festplatte ganz gerne mal mitnehmen möchten. Ingo nimmt sie mit nach Hamburg zu seinem Bruder. Wenn Sie vielleicht auch ganz gerne mal zu den Eltern, zu einem guten Freund oder was, eine Festplatte ganz einfach mitnehmen möchten, ist das sicherlich genau das richtige Modell. Ja, wir hören übrigens gerade bei uns aus der Technikabteilung, dass Sie das auch benutzen. Genau diese Festplatte wird bei uns hier benutzt, um Videos hin und her zu bringen. Ach so? Ja, große Datenmengen eben auch zu transportieren. Ja, ja. Für sowas ist so eine externe Festplatte natürlich auch super. Großartig. Denken Sie bitte, bitte, bitte an diese 3-2-1-Regel, dass Sie drei Kopien brauchen, 2 zu Hause, eine irgendwo anders. Jetzt gibt es ja auch noch Cloud. Viele Handys haben das schon mit eingebaut. Da stehst du gar nicht so drauf. Ich habe auch einen Cloud-Speicher. Ja, aber ich Was weiß. Was stört dich daran? Du bist jetzt, ich glaube, wir dürfen das sagen, du hast ein iPhone. Richtig. Und die haben einen Cloud, aber die kostet dich jeden Monat Geld. Die kostet mich Geld, richtig. Die je nach Speichergröße. Und du kriegst nicht so viel Speicher pro Geld, ne? Man zahlt im Moment so für 50 Gigabyte, was also bei deinen Fotos schon kaum ausreichen sollte, Diana. Ich habe auch iCloud, Wie viel speicherst du in der Cloud? Ich glaube 2 Terabyte. 2 Terabyte, da zahlst du aber auch richtig viel Geld für im Monat. Ne? Ich habe 50 Gigabyte, muss auch schon ordentlich in die Tasche packen. Also wir haben das ist ein Anfänger. Ja, wir haben da die monatlichen Kosten. Und was man auch nicht vergessen darf, die sind nicht für immer da, diese Cloud-Dienste. Du hast mir da was gesagt, das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Yahoo kennt noch der ein oder andere, der hat, glaube ich, diesen Bilderservice mal irgendwann Yahoo hatte, das ist mir passiert, 2007. Yahoo hatte einen Bilderservice, der ist im Jahr 2007 eingestellt worden. Haben einen auch relativ früh benachrichtigt, aber die Bilder waren dann weg. Hier ist eine ganz aktuelle Meldung. Amazon Drive
ist ein tolles Programm von Amazon gewesen, das haben die eingestellt zum Ende dieses Jahres. Samsung hatte auch so einen Cloud-Speicher, also große Namen in der Technikwelt, die dann eben dann aus Kostengründen, ich weiß nicht warum, das zumachen. Klar, diese Dienste sind alle relativ... Und dann stehst du da, dann hast du 2 Terabyte Speicher in so einer Cloud drin oder sowas alles und dann musst du dir überlegen, wohin denn eigentlich damit. Mhm. Dann gehe ich doch lieber mal hin und sage, pass mal auf, ich habe hier eine kleine Festplatte, die habe ich in der Hosentasche, die lege ich mir zur Not ins Portemonnaie. Von Privatsphäre mal ganz zu schweigen. Ja, ne? Du gibst ja deine Daten, also dein Persönlichstes, deine Fotos, gibst du irgendeinem Cloud-Dienst. Weiß ich, was sie damit machen, was damit im Hintergrund passiert? Du weißt es nicht und vielleicht verkaufen, ich habe keine Ahnung. Ist aber ja bei sozialen Netzwerken auch immer wieder das Thema und so weiter. Was passiert denn eigentlich mit diesen Bildern? Ist das jetzt wirklich geschützt, ja oder nein? Und ja, erzählen kann man mir viel. Ich bin kein IT-Experte, was im Hintergrund mit meinen höchstpersönlichen Fotos passiert, mit den Babyfotos, mit den Kinderfotos aus dem Urlaub, weiß ich nicht wirklich. Da sage ich Ihnen ganz ehrlich, da hört dann also auch bei mir definitiv dann schon deutlich früher der Spaß auf. Da möchte ich ganz einfach auf Nummer sicher gehen. Und deswegen machen Sie bitte Ihren eigenen Backup und verlassen sich nicht irgendwo auf eine virtuelle Wolke. Ja? Es kostet wirklich nicht viel. Ich würde gerne diese 100, 200 Euro, was wir hier eben nehmen, oder die 50 Euro für die erste Festplatte hier, würde ich gerne bezahlen, um dieses halbe Jahr Fotos wieder zurückzubekommen, was mir verloren gegangen ist aufgrund eines Festplattenfehlers. Da kommst du ja nie wieder dran. Das sind Urlaubserinnerungen, das sind Kinderbilder und so weiter. Das sind Bilder von Menschen, die gar nicht mehr unter uns sind. Wo willst du die denn noch herkriegen? Keine Chance mehr. Und deshalb ist es so wichtig. Es geht um Fotos, es geht um Videos, es geht um Dokumente. Alle persönlichen Daten hätte man gerne fürs ganze Leben immer verfügbar. Ja. Festplatten leben 5 bis 10 Jahre. Das ist ein Fakt. Wenn Sie eine Festplatte haben, die schon länger unterwegs ist, machen Sie dringendst sofort ein Backup, solange Sie die Daten da noch runterkriegen. Ja. Wenn Sie mal mit Ransomware zu tun hatten, diese Erpressersoftware, kann man die ja wirklich nennen, dann bitte, bitte, bitte machen Sie hier Backups, dann wissen Sie das schon hier. Es ist wirklich kinderleicht, Sie stecken das ganz einfach in den Rechner, um die Daten vom Handy runterzukriegen. Ihr Ladekabel ist gleichzeitig ein Datenkabel, das haben Sie schon. Mhm. Das brauchen Sie wirklich nur in Ihren Rechner reinzustecken und dann ziehen Sie die Fotos rüber auf Ihren Rechner und dann auf 2 dieser Festplatten. Ja. Wie gesagt, nochmal von der Inbetriebnahme oder von der Installation denkbar einfach, sind alles Plug-and-Play-Systeme. Ich erinnere mich noch an eine Zeit, wo man eine CD hatte, eine Treiber-CD, braucht man ja alles nicht. Mhm. Man steckt das oder man dockt das Ganze ans System an. Wie gesagt, egal ob es ein Windows-Rechner, echt ein klassischer Windows-Rechner oder eben auch mal ein Mac-System, ein Apple-System zum Beispiel, funktioniert bei all diesen Systemen zuverlässig und dann ziehen Sie ganz einfach die Daten vom einen System auf das andere rüber, nehmen das Kabel wieder ab und haben mal eine Sicherungskopie in verschiedenen Größen. Die hier finde ich richtig klein und knuffig. Ja. Und mit 1 Terabyte werden doch viele unserer Kunden, glaube ich, schon sehr weit kommen. Und ich glaube, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier großartig. Habe ich noch nie gesehen. Unglaublich. 1 Terabyte, das kostet normalerweise 100 Euro im Jahr, 200 Euro im Jahr. Ja. Hier können Sie das einmalig kaufen und haben genau das Gleiche. Richtig. Aber sicher zu Hause und vor allem auch Ihre Privatsphäre ist geschützt. Gut investiertes Jetzt gibt es viele neue Rechner, die haben gar keinen normalen USB-Stecker mehr. Die haben den neuen USB-C-Stecker. Und dafür haben wir jetzt auch noch einen perfekten Adapter. Ja, man sagt normalerweise bei den Mac-Rechnern oder bei so einem MacBook oder sowas, bei einem Apple-Gerät, wenn Sie Schwierigkeiten haben, mit dem klassischen USB-A-Anschluss zu arbeiten. Die arbeiten in der Regel schon seit einigen Jahren mit USB-C. Damit Sie eben hier von USB-A auf USB-C überbrücken können, haben wir hier dieses Überbrückungskabel, dieses kleine Adapterkabel, schön kurz, dass man eben nicht so viel Platz wegnehmen muss. Aber wenn Sie da mal ganz einfach rein möchten, übrigens manche Windows-Rechner haben das mittlerweile auch schon. Die haben gar kein USB-A mehr. Die arbeiten jetzt alle ist die Zukunft. Hat die EU doch schon festgelegt. Also demnächst alle modernen Gerätschaften nur noch über USB-C. Wenn Sie einen Adapter brauchen für 10 Euro knapp, haben wir hier einen für Sie im Programm. Da, glaube ich, werden viele gern und dankbar zugreifen. Nicht nur für die Systeme, sondern auch an anderer Stelle immer mal gut zu gebrauchen. Also, jetzt sage ich das erste Mal eine Bestellnummer. Wir hatten so eine tolle Sendung hier. Das Thema war aber auch unglaublich wichtig. Es ist ein sehr präsentes Thema. Gerade jetzt hat man noch die Zeit dafür, das mal zu machen. Ja. Zwischen den Jahren. Nein, vor allem, oder? Es kann wirklich jeden Tag passieren. Ja. Denken Sie dran, Festplatten leben 5 bis 10 Jahre. Wenn die ständig laufen, Temperaturschwankungen unterworfen sind, die immer hin und her getragen werden, kann sich das auch noch verkürzen. Wenn die runterfallen, sind die sowieso weg. Hier haben Sie jetzt die Möglichkeit, sich ein Backup zu machen. Wir haben alles Ihnen vorgestellt, bis zu 4 Gigabyte hier. Terabyte. In dem kleinen Format. Mensch, ich lebe noch in der Vergangenheit. 4 Terabyte, unglaublich. Ja. Stromversorgung, alles geht über das Kabel. Fassen Sie sich ein Herz, machen Sie ein Backup Ihrer Daten und nicht nur 1, sondern 2 oder 3. Und dann haben Sie Ihre Daten sicher und wünschen Ihnen ganz viel Spaß damit.